kühl. Es war eine schlimme Nacht. Der Wind heulte bösartig und Regenböen peitschten an die Fenster. Hercule Poirot. Hercule Poirot saß auf einem modernen, quadratischen Lehnstuhl in seinem Salon. Und ihm gegenüber nippte Dr. Burton, ein alter Freund, an einem bemerkenswerten Chateau Mouton Rothschild. Aber warum um alles in der Welt Hercule? Ist Ihr Vater darauf verfallen? Hat sich Ihre Mutter in diesen Namen vernarrt? Oder handelt es sich um eine Tradition Ihrer belgischen Heimat? Wenn ich Sie richtig verstehe, mein lieber Doktor, so wollen Sie mit dieser Frage andeuten, dass ich in meiner äußeren Erscheinung dem sagenhaften Herkules nicht unbedingt ähnlich bin. Dr. Burtons Augen schweiften über Hercule Poirot, über seine adrette kleine Gestalt in gestreiften Hosen, korrektem schwarzen Jackett und Schmuckerschleife. Obwohl, vielleicht ahnten Ihre Eltern ja, dass die Leistungsfähigkeiten Ihrer kleinen grauen Zellen Sie einmal zu dem berühmtesten Detektiv. Oh, non, mon ami. Doch, doch, doch. Sie Herkules an Geisteskraft. Sogar damals, als man Sie beinahe zu spät gerufen hätte, oder? Wie war das gleich? Und schon begann Dr. Burton so behutsam wie zielstrebig Hercule Poirot einen seiner außergewöhnlichen Kriminalfälle zu entlocken. Doch hören Sie selbst. Der Traum. Nach einer Erzählung von Agatha Christie. Ruhig und abschätzend ließ Hercule Poirot seinen Blick über das Haus und dessen Umgebung schweifen. Die Läden, das große Fabrikgebäude zur Rechten, die billigen Etagenhäuser gegenüber. Dann fasste er noch einmal Northway House ins Auge, dieses Relikt einer früheren Zeit, einer Zeit, die viel Muße und keinen Platzmangel gekannt hatte, als dieses vornehme, arrogant wirkende Haus noch inmitten grüner Felder lag. Jetzt war es ein Anachronismus, vom hektischen Strom des modernen London umflutet und vergessen. Und kaum ein Mensch hätte sagen können, wo es stand oder gar wem es gehörte. Obwohl der Eigentümer als einer der reichsten Männer der Welt bekannt war. Aber Geld kann Publizität nicht nur fördern, sondern auch unterdrücken. Benedict Farley, dieser exzentrische Millionär, zog es vor, die Wahl seiner Residenz nicht an die große Glocke zu hängen. Er selbst ließ sich selten in der Öffentlichkeit sehen. Von Zeit zu Zeit erschien er bei Vorstandssitzungen oder Konferenzen, wo er mit seiner hageren Figur, seiner Hakennase und seiner krächzenden Stimme die versammelten Direktoren mit Leichtigkeit beherrschte. Abgesehen davon war er eine wohlbekannte Persönlichkeit. Man hörte von seiner seltsamen Knauserigkeit und seiner unglaublichen Großmut und auch von seltsamen Eigenheiten. Von seinem berühmten Flickenschlafrock, der jetzt 28 Jahre alt sein sollte, seiner unveränderlichen Diät von Kohlsuppe und Kaviar, seiner Abscheu vor Katzen. Alles dieses war dem Publikum bekannt. Hercule Poirot war es ebenfalls zu Ohren gekommen, aber das war auch alles, was er von dem Mann wusste, dem er gerade einen Besuch abstatten wollte. Der Brief, der in seiner Manteltasche steckte, verriet ihm nicht viel mehr. Nachdem er dieses melancholische Wahrzeichen eines vergangenen Zeitalters eine Weile schweigend gemustert hatte, stieg er die Stufen zur Haustür empor und drückte auf die Klingel, wobei er einen Blick auf die elegante Armbanduhr warf, die endlich seine alte, geliebte Kartoffel aus früheren Tagen ersetzt hatte. Ja, es war genau 9:30. Wie immer war Poirot auf die Minute pünktlich. Die Tür öffnete sich nach der angemessenen Zeitspanne und ein vollkommenes Exemplar des Genus Butler hob sich von der erleuchteten Halle ab. Mr. Benedict Farley? Der unpersönliche Blick musterte ihn von Kopf bis Fuß, nicht verletzend, aber gründlich. Werden Sie erwartet, Sir? Ja. Wie lautet Ihr Name, Sir? Hercule Poirot. Mit einer Verbeugung trat der Butler zur Seite und Hercule Poirot betrat das Haus. Der Butler schloss die Tür hinter ihm.
Aber es war noch eine weitere Formalität zu erledigen, ehe die geschickten Hände dem Besucher Stock und Hut abnahmen. Sie werden verzeihen, Sir, aber ich sollte mir einen Brief zeigen lassen. Bedächtig nahm Poirot den gefalteten Brief aus seiner Tasche und reichte ihm den Butler. Dieser warf einen flüchtigen Blick darauf und gab ihn mit einer Verbeugung zurück. Hercule Poirot steckte ihn wieder ein. Der Inhalt lautete knapp: Sehr geehrter Mr. Poirot, Mr. Benedict Farley möchte gern Ihren Rat in Anspruch nehmen. Wenn es Ihnen passt, würde er es begrüßen, wenn Sie morgen, Donnerstag, um 21.30 Uhr bei ihm an der oben genannten Adresse vorsprechen würden. Hochachtungsvoll, Hugo Cornworthy, Sekretär. P.S. Bringen Sie bitte diesen Brief mit. Gewandt nahm der Butler Poirot Hut, Stock und Mantel ab. Gestatten Sie, dass ich Sie nach oben in Mr. Cornworthys Zimmer begleite. Mit diesen Worten stieg er die breite Treppe hinauf und Poirot folgte ihm. Wobei seine Augen voller Wohlgefallen auf solchen Kunstgegenständen ruhten, die einen üppigen, überladenen Charakter hatten. Sein eigener Kunstgeschmack war stets etwas zurückhaltender gewesen. Im ersten Stock klopfte der Butler an eine Tür. Hercule Poirot zog die Augenbrauen ein wenig in die Höhe. Dies war der erste Missklang, denn die besten Butler klopfen nicht an. Und dennoch handelte es sich hier zweifellos um einen erstklassigen Butler. Es war sozusagen der erste Kontakt mit dem exzentrischen Wesen eines Millionärs. Eine Stimme ertönte aus dem Inneren und der Butler öffnete die Tür. Gleichzeitig meldete er, und wiederum spürte Poirot ein absichtliches Abweichen vom Althergebrachten. Der Herr, den Sie erwarten, Sir. Poirot trat ins Zimmer. Es war ein ziemlich großer, einfach und praktisch ausgestatteter Raum, der Ablageschränke, einige Sessel und einen großen, imposanten, mit sorgfältig geordneten Papieren bedeckten Schreibtisch enthielt. Die Ecken des Raumes waren in Dämmerlicht gehüllt, denn das einzige Licht kam von einer großen, grün beschirmten Leselampe, die auf einem kleinen Tisch neben einem der Sessel stand. Sie war so gestellt, dass ihr voller Lichtschein auf jeden fiel, der sich von der Tür her näherte. Hercule Poirot blinzelte ein wenig in dem grellen Licht. Im Sessel saß eine dünne Gestalt in einem Flickenschlafrock. Benedict Farley. Den Kopf hatte er in charakteristischer Haltung vorgestreckt und die Hakennase ragte hervor wie der Schnabel eines Vogels. Eine weiße Haarmähne erhob sich wie der Kamm eines Kakadus über seiner Stirn. Seine Augen glitzerten hinter dicken Gläsern, als er seinen Besucher misstrauisch aufs Korn nahm. Hey, Sie sind also Hercule Poirot, hein? Zu Diensten. Nehmen Sie Platz. Merci. Hercule Poirot nahm Platz im grellen Schein der Lampe. Aus dem Schatten hinter der Lampe heraus schien der alte Mann ihn aufmerksam zu studieren. Wie kann ich wissen, dass Sie Hercule Poirot sind? Hä? Sagen Sie mir das mal. Abermals zog Poirot den Brief aus der Tasche und reichte ihn Farley. Ah ja, stimmt. Das habe ich durch Cornworthy schreiben lassen. Damit faltete er den Brief zusammen und warf ihn zurück. Sie sind also der Knabe, ja? Ich versichere Ihnen, es handelt sich um keine Täuschung. Kaufe immer das Beste, das ist mein Motto. Gehe zum Fachmann, ohne Rücksicht auf die Kosten. Es ist Ihnen sicher aufgefallen, Monsieur Poirot, dass ich nicht nach Ihrem Honorar gefragt habe. Das werde ich auch nicht tun. Schicken Sie mir später die Rechnung, ich werde schon keine Umstände machen. Diese Idioten in der Molkerei bildeten sich ein, mir 2,9 für Eier berechnen zu können, während der Marktpreis 2,7 ist. Diese Schwindlerbande. Ich lasse mich nicht beschwindeln. Nein, mit dem Mann an der Spitze ist es anders. Er ist das Geld wert. Ich stehe selbst an der Spitze. Ich weiß Bescheid. Hercule Poirot erwiderte hierauf nichts. Er hörte aufmerksam zu, den Körper ein wenig zur Seite geneigt. Hinter seiner unbeweglichen Fassade verbarg er eine gewisse Enttäuschung. Dieser Mann, sagte er sich, ist ein Scharlatan. Nichts weiter als ein Scharlatan. Jedes Wort, das er äußerte, war die reinste Effekthascherei. Davon war Poirot überzeugt. Er wiederholte nochmal kühl: Sie wünschten mich zu konsultieren, Mr. Farley. Das Verhalten des Millionärs erfuhr eine plötzliche Änderung. Er beugte sich vor und platzte mit einer unvermittelten Frage heraus. Was
Wissen Sie, Monsieur Poirot, von Träumen. Poirot war erstaunt. Eine solche Frage hatte er auf keinen Fall erwartet. Dafür, Mr. Farley, möchte ich Ihnen Napoleons Buch der Träume oder den neuesten Psychologen aus der Harley Street empfehlen. Ich habe es mit beiden versucht. Nach einer kleinen Pause fuhr der Millionär fort. Zunächst im Flüsterton und dann mit einer immer heller werdenden Stimme. Es ist der gleiche Traum, Nacht für Nacht. Und ich fürchte mich. Ich sage Ihnen, ich fürchte mich. Es ist immer das Gleiche. Ich bin nebenan in meinem Zimmer. Ich sitze am Schreibtisch und schreibe. Es ist eine Uhr vorhanden. Mein Blick fällt darauf und ich sehe die Zeit. Genau 28 Minuten nach drei. Immer die gleiche Zeit, verstehen Sie? Und wenn ich die Zeit sehe, Monsieur Poirot, weiß ich, dass ich es tun muss. Ich will es nicht tun, ich verabscheue es, aber ich muss es tun. Und was müssen Sie unbedingt tun? Um 28 Minuten nach drei öffne ich die zweite Schublade von oben an der rechten Seite meines Schreibtisches, nehme den Revolver heraus, den ich dort liegen habe, lade ihn und trete ans Fenster. Und dann... Ja? Dann erschieße ich mich. Und das ist Ihr Traum? Ja. Jede Nacht der gleiche? Ja. Was geschieht, nachdem Sie sich erschossen haben? Ich wache auf. Poirot nickte langsam und nachdenklich vor sich hin. Haben Sie eigentlich einen Revolver in dieser besonderen Schublade? Es würde mich interessieren. Ja. Warum? Aus alter Gewohnheit. Man muss auf alles vorbereitet sein. Worauf zum Beispiel? Ein Mann in meiner Stellung muss auf der Hut sein. Alle reichen Leute haben Feinde. Poirot verfolgte das Thema nicht weiter. Er schwieg eine Weile. Warum haben Sie mich eigentlich kommen lassen? Ja, das will ich Ihnen sagen. Zuerst konsultierte ich einen Arzt. Drei Ärzte, genauer gesagt. Und was sagten die? Der erste setzte mir auseinander, dass es nur eine Diätfrage sei. Er war ein älterer Mann. Der zweite war jung und gehörte der modernen Richtung an. Er versicherte mir, dass der ganzen Geschichte ein gewisses Ereignis meiner Kindheit zugrunde liegt, das um diese besondere Zeit, 3.28 Uhr, stattfand. Ich sei so fest entschlossen, mich nicht an dieses Ereignis zu erinnern, dass ich es durch meinen Selbstmord symbolisierte. Das ist seine Erklärung. Und der dritte Arzt? Er ist ebenfalls ein junger Mann und er hat eine geradezu lächerliche Theorie. Er behauptet, dass ich des Lebens überdrüssig sei, dass mein Leben mir so unerträglich erscheine, dass ich es vorsätzlich zu beenden wünschte. Aber da die Anerkennung dieser Tatsache gleichbedeutend sei mit dem Eingeständnis, dass ich im Wesentlichen versagt hätte, weigerte ich mich, im Wachzustande der Wahrheit ins Auge zu sehen. Doch wenn ich schliefe, würden alle Hemmungen beseitigt und ich führte das aus, was ich in Wirklichkeit zu tun wünschte. Ich machte meinem Dasein ein Ende. Dann ist er also der Ansicht, dass Sie, ohne es zu wissen, Selbstmord begehen möchten. Das ist unmöglich, unmöglich. Ich bin durchaus glücklich. Ich habe alles, was ich mir wünsche, alles, was man mit Geld kaufen kann. Es ist fantastisch, einfach unglaublich, so etwas anzudeuten. Poirot betrachtete sein Gegenüber voller Interesse. Vielleicht sagte ihm etwas in dem ganzen Gebaren, die zitternden Hände, die bebende, schrille Stimme, dass die Beteuerungen zu heftig und damit an sich schon verdächtig seien. Aber er begnügte sich mit der Bemerkung: »Und was habe ich mit alledem zu tun, Monsieur?« Benedikt Farley beruhigte sich plötzlich wieder und klopfte nachdrücklich mit dem Finger auf den neben ihm stehenden Tisch. »Es besteht noch eine andere Möglichkeit.« Und wenn etwas dran sein sollte, sind Sie der Mann, der damit fertig werden kann. Sie sind berühmt. Sie haben hunderte von Fällen bearbeitet. Fantastische, unwahrscheinliche Fälle. Sie würden es wissen, wenn es irgendjemand täte. Wovon reden Sie? Nehmen wir einmal an, dass jemand mich töten will. Könnte er es auf diese Weise tun? Könnte er bewirken, dass ich Nacht für Nacht diesen Traum habe? Durch Hypnose, meinen Sie? Ja. Hercule Poirot überlegte eine Weile. Möglich wäre es vielleicht, nehme ich an. Aber ein Arzt könnte Ihnen diese Frage besser beantworten. Ihnen ist ein derartiger Fall noch nicht vorgekommen? Nein, nicht gerade in dieser Form. Sie sehen aber doch, worauf ich hinaus will. Man veranlasst mich, den gleichen Traum Nacht für Nacht zu träumen. Und dann, eines Tages, wird mir diese Suggestion zu viel und ich setze sie in die Tat um.
Ich tue, was ich so oft geträumt habe. Ich töte mich. Langsam schüttelte Poirot den Kopf. Sie halten es für unmöglich? Unmöglich? Mit diesem Wort habe ich nicht gern zu tun. Aber Sie halten es für unwahrscheinlich. Höchst unwahrscheinlich. Ja, der Arzt war derselben Meinung. So einen Fall habe ich noch nie gehabt. Ja, das wollte ich wissen. Gestatten Sie mir eine Frage? Natürlich, fragen Sie, was Sie wollen. Wen haben Sie in Verdacht, wenn Sie sagen, dass jemand Sie töten möchte? Niemanden. Aber der Gedanke war Ihnen doch gekommen. Ich wollte nur wissen, ob die Möglichkeit existiert. Nach meinen eigenen Erfahrungen zu urteilen, möchte ich sagen, nein. Sind Sie übrigens schon einmal hypnotisiert worden? Natürlich nicht. Glauben Sie etwa, ich gebe mich zu solchem Unsinn her? Dann kann man wohl sagen, dass Ihre Theorie ganz entschieden unwahrscheinlich ist. Aber der Traum, Sie Tor, der Traum! Der Traum ist sicherlich bemerkenswert. Ich möchte gern den Schauplatz dieses Dramas sehen. Den Tisch, die Uhr, den Revolver. Aber gewiss, kommen Sie mit ins Nebenzimmer. Während Farley den Schlafrock enger um sich zog, erhob sich der alte Mann halbwegs aus seinem Sessel, ließ sich dann aber wieder zurücksinken, als sei ihm plötzlich etwas eingefallen. Nein, es gibt dort nichts zu sehen. Ich habe Ihnen alles eingehend geschildert. Aber ich möchte mich selbst überzeugen. Durchaus nicht notwendig. Sie haben Ihre Ansicht gesagt, damit ist der Fall erledigt. Wie Sie wünschen. Ich bedauere sehr, Mr. Farley, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Benedikt Farley starrte unverwandt geradeaus. Bin kein Freund von vielem Hokuspokus. Ich habe Sie über die Tatsachen unterrichtet und Sie können nichts damit anfangen, damit ist die Angelegenheit zu Ende. Sie können mir eine Rechnung über das Konsultationshonorar schicken. Das werde ich nicht versäumen. Hercule Poirot schritt zur Tür. Einen Augenblick! Der Brief! Der Brief, ich möchte ihn wiederhaben! Der Brief von Ihrem Sekretär. Ja. Poirot machte ein erstauntes Gesicht. Er fuhr mit der Hand in die Tasche, zog einen zusammengefalteten Bogen heraus und reichte ihn dem alten Herrn, der einen prüfenden Blick darauf warf und ihn dann kopfnickend neben sich auf den Tisch legte. Wiederum ging Hercule Poirot auf die Tür zu. Er war ziemlich verdutzt. Seine rastlosen Gedanken kreisten um das, was er soeben gehört hatte. Doch mitten in seine Überlegungen hinein drängte sich ein nagendes Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung sei. Und dieses Etwas bezog sich auf ihn selbst, nicht auf Benedikt Farley. Als seine Hand schon auf dem Türgriff lag, klärten sich seine Gedanken. Ihm, Hercule Poirot, war ein Versehen unterlaufen. Er machte noch einmal kehrt. Oh, ich bitte Sie tausendmal um Verzeihung. Ganz in Gedanken an Ihr Problem habe ich eine Dummheit begangen. Dieser Brief, den ich Ihnen gegeben habe, unglücklicherweise habe ich in meine rechte Tasche gegriffen, anstatt in meine linke. Was ist los? Was reden Sie da? Der Brief, den ich Ihnen soeben gegeben habe, enthält eine Entschuldigung meiner Wäscherin wegen der Behandlung meiner Kragen. Poirot lächelte reumütig und griff in seine linke Tasche. Dies ist Ihr Brief. Benedikt Farley riss ihn knurrend an sich. Ja, zum Kuckuck, warum können Sie denn nicht aufpassen? Mit einer nochmaligen Entschuldigung nahm Poirot die Mitteilung seiner Wäscherin wieder an sich und verließ das Zimmer. Draußen auf dem Korridor blieb er eine Weile stehen. Es war eigentlich eine kleine Diele. Ihm gegenüber stand eine große, alte Eichenbank mit einem langen, schmalen Tisch davor. Auf dem Tisch lagen Zeitschriften. Außerdem waren noch zwei Sessel und ein Blumentisch vorhanden. Dieses Arrangement erinnerte ihn ein wenig an das Wartezimmer eines Zahnarztes. Unten in der Halle wartete der Butler auf ihn, um ihn zur Tür zu bringen. Soll ich Ihnen ein Taxi besorgen, Sir? Nein, danke. Es ist ein schöner Abend. Ich gehe zu Fuß. Hercule Poirot blieb einen Augenblick auf dem Bürgersteig stehen, wartete, bis die Straße frei war, ehe er sie überquerte. Ich verstehe das ganz und gar nicht. Es ist ohne Sinn und Verstand. So bedauerlich dieses Eingeständnis auch ist, aber ich, Hercule Poirot, bin auf dem toten Gleis angelangt. Dies war sozusagen der erste Akt des Dramas.
Der zweite Akt folgte eine Woche später und begann mit einem Anruf von einem Dr. Med. John Stillingfleet, der einen bemerkenswerten Mangel an ärztlicher Etikette an den Tag legte. Sind Sie's, Poirot? Altes Haus. Hier ist Stillingfleet. Ja, mon ami. Was gibt's denn? Ich bin hier im Northway House, Benedict Farleys Wohnsitz. Ja? Wie steht's mit Mr. Farley? Farley ist tot. Hat sich heute Nachmittag erschossen. So, ja. Ich bemerke, dass Sie nicht gerade vor Erstaunen umsinken. Wissen Sie darüber Bescheid? Wie kommen Sie zu der Annahme? Nun, wir haben einen von Farley an Sie gerichteten Brief gefunden, in dem er vor etwa einer Woche eine Zusammenkunft mit Ihnen verabredete. Ach so. Wir haben einen zahmen Polizeiinspektor hier. Man muss ja vorsichtig sein, wenn sich einer von diesen Millionären eine Kugel durch den Kopf jagt. Und wir haben uns gefragt, ob Sie wohl etwas Licht in die Angelegenheit bringen könnten. Wenn ja, dann kommen Sie doch bitte her. Ich komme sofort. Eine Viertelstunde später saß Poirot in der Bibliothek, einem niedrigen, langgestreckten Raum hinten im Erdgeschoss von Northway House. Es waren noch fünf andere Personen anwesend, Inspektor Barnett, Dr. Stillingfleet, Mrs. Farley, die Witwe des Millionärs, Joanna Farley, seine einzige Tochter, und sein Privatsekretär Hugo Cornworthy. Inspektor Barnett war ein diskreter Mann von militärischer Haltung. Dr. Stillingfleet, dessen berufliches Gebaren sich von seinem Telefonstil gründlich abhob, war ein großer, langgesichtiger Mann von etwa 45 Jahren. Mrs. Farley war offensichtlich sehr viel jünger als ihr Mann. Sie war eine hübsche, dunkelhaarige Frau, aber sie hatte einen harten Mund und ihre schwarzen Augen verrieten nichts von ihren Gefühlen. Joanna Farley hatte blondes Haar und ein sommersprossiges Gesicht. Die gebogene Nase und das vorspringende Kinn hatte sie deutlich von ihrem Vater geerbt. In ihren Augen lagen Intelligenz und Scharfsinn. Hugo Cornworthy war ein gut aussehender, sehr korrekt gekleideter Mann, der einen gescheiten und tüchtigen Eindruck machte. Nach der üblichen Vorstellungs- und Begrüßungszeremonie schilderte Poirot schlicht und klar die Umstände seines Besuches bei Benedict Farley und wiederholte die Geschichte, die dieser ihm erzählt hatte. Er konnte sich dabei nicht über Mangel an Interesse bei seinen Zuhörern beklagen. Die seltsamste Geschichte, die ich je gehört habe. Ein Traum, wie? Haben Sie etwas davon gewusst, Mrs. Farley? Mrs. Farley senkte den Kopf. Mein Mann hat mit mir darüber gesprochen. Es hat ihn sehr beunruhigt. Ich habe ihm gesagt, dass es sich wohl um eine Stoffwechselstörung handle. Seine Diät war nämlich sehr merkwürdig. Und ihm vorgeschlagen, Dr. Stillingfleet zu konsultieren. Dr. Stillingfleet schüttelte den Kopf. Er hat mich aber nicht konsultiert. Poirot nickte gedankenvoll. Weiß man eigentlich, wen er konsultierte? Mrs. Farley schüttelte den Kopf und Joanna Farley bemerkte, keiner von uns hatte die leiseste Ahnung, dass er überhaupt jemanden konsultierte. Hat er mit Ihnen über seinen Traum gesprochen? Poirot fragte die Tochter, aber das Mädchen schüttelte verneinend den Kopf. Und mit Ihnen, Mr. Cornworthy? Nein, zu mir hat er auch nichts gesagt. Er diktierte mir zwar einen Brief an Sie, aber ich hatte keine Vorstellung, warum er Sie zu sprechen wünschte. Und nun zu den genauen Umständen von Mr. Farleys Tod. Inspektor Barnett blickte Mrs. Farley und Dr. Stillingfleet fragend an und übernahm dann die Rolle des Sprechers. Mr. Farley hatte die Angewohnheit, jeden Nachmittag in seinem eigenen Zimmer im ersten Stock zu arbeiten. Wie ich höre, stand eine Fusion seiner verschiedenen Geschäftsbetriebe bevor. Der Inspektor blickte fragend zu Hugo Cornworthy hinüber. Vereinigte Buslinien. In diesem Zusammenhang hatte Mr. Farley sich bereit erklärt, zwei Pressevertretern ein Interview zu gewähren. Etwas, das er sehr selten tat. Nur alle 5 Jahre einmal, wie ich höre. Demgemäß erschienen 2 Reporter. Einer von den Associated News Groups und einer von Amalgamated Press Sheets. Um 3:15, wie verabredet. Sie warteten im ersten Stock vor Mr. Farleys Tür, der übliche Platz für alle, die eine Verabredung mit Mr. Farley hatten. Um 3:20 erschien ein Bote vom Büro der Vereinigten Buslinien mit wichtigen Papieren. Er wurde in Mr. Farleys Zimmer geführt, wo er ihm die Dokumente aushändigte. Mr. Farley begleitete ihn zur Tür und sprach dort mit den beiden Pressevertretern. Er sagte,
Es tut mir leid, meine Herren, dass ich Sie warten lassen muss, aber ich habe eine dringende Sache zu erledigen. Ich werde mich nach Möglichkeit beeilen. Die beiden Herren, Mr. Adams und Mr. Stoddard, versicherten Mr. Farley, dass es ihnen nichts ausmache, zu warten. Er ging dann ins Zimmer zurück, schloss die Tür und wurde lebend nicht mehr gesehen. Mhm. Fahren Sie bitte fort. Kurz nach 4 Uhr kam Mr. Conworthy aus seinem Zimmer, das neben Mr. Farleys Raum liegt, und sah zu seiner Überraschung, dass die beiden Reporter immer noch warteten. Er brauchte Mr. Farleys Unterschrift für einige Briefe und hielt es auch für angebracht, ihn an diese beiden Herren zu erinnern. Also ging er in Mr. Farleys Raum. Zu seinem Erstaunen konnte er Mr. Farley zunächst gar nicht sehen und nahm schon an, der Raum sei leer. Dann fiel sein Blick auf einen Schuh, der hinter dem Schreibtisch hervorragte. Dieser steht quer vor dem Fenster. Er ging rasch hinüber und entdeckte Mr. Farley tot am Boden. Neben ihm einen Revolver. Mr. Conworthy verließ rasch das Zimmer und wies den Butler an, Dr. Stillingfleet telefonisch herbeizurufen. Auf Anraten des Arztes benachrichtigte Mr. Conworthy dann auch die Polizei. Wurde der Schuss nicht gehört? Nein, der Verkehr ist sehr laut und das Fenster auf dem Treppenabsatz war offen. Bei dem vielen Gehupe und dem Donnern der Lastwagen war das ein Ding der Unmöglichkeit. Wann ist er vermutlich gestorben? Ich habe die Leiche sofort nach meiner Ankunft untersucht und es war 32 Minuten nach 4. Mr. Farley war da seit mindestens einer Stunde tot. Dann erscheint es also durchaus möglich, dass der Tod um die Zeit, die er mir gegenüber erwähnte, eingetreten ist, nämlich um 28 Minuten nach 3. Ganz recht. Sind Fingerabdrücke auf dem Revolver? Ja. Seine eigenen. Und der Revolver selbst? War derjenige, den er in der zweiten Schublade an der rechten Seite seines Schreibtisches aufbewahrte, wie er Ihnen gesagt hatte. Mrs. Farley hat ihn mit Bestimmtheit identifiziert. Außerdem hat der Raum nur einen Zugang, nämlich die Tür zur Diele. Die beiden Reporter saßen dieser Tür direkt gegenüber und sie schwören, dass niemand das Zimmer betreten hat, von dem Augenblick an, als Mr. Farley mit ihnen sprach, bis Mr. Conworthy kurz nach 4 hineinging. So dass man mit Sicherheit annehmen kann, dass Mr. Farley Selbstmord begangen hat. Inspektor Barnett lächelte ein wenig. Daran wäre überhaupt nicht gezweifelt worden, wenn man nicht etwas entdeckt hätte. Und was war das? Der an Sie gerichtete Brief. Poirot lächelte ebenfalls. Ich verstehe. Wo Hercule Poirot beteiligt ist, da erhebt sich sofort ein Mordverdacht. Ganz recht. Nachdem Sie jedoch die Situation geklärt haben... Einen kleinen Augenblick. Ist Ihr Gatte jemals hypnotisiert worden, Mrs. Farley? Niemals. Hatte er die Frage der Hypnose studiert? Interessierte er sich dafür? Ich glaube nicht. Plötzlich verlor Mrs. Farley ihre Selbstbeherrschung. Dieser grässliche Traum. Es ist unheimlich, dass er das Nacht für Nacht geträumt hat und dann... Es ist beinahe, als wäre er zu Tode gehetzt worden. Poirot erinnerte sich daran, wie Benedict Farley gesagt hatte, »Ich führe das aus, was ich in Wirklichkeit zu tun wünsche. Ich mache meinem Dasein ein Ende.« »Ist Ihnen je der Gedanke gekommen, dass Ihr Mann die Versuchung spürte, sich das Leben zu nehmen?« »Nein. Das heißt, manchmal war er sehr merkwürdig.« Plötzlich ertönte Joanna Farleys Stimme, klar und verächtlich. Vater hätte sich niemals das Leben genommen. Er war viel zu sehr auf sein Wohlergehen bedacht. Wissen Sie, Miss Farley, die Menschen, die immer mit Selbstmord drohen, begehen diese Tat gewöhnlich nicht. Daher erscheint mancher Selbstmord so unbegreiflich. Poirot erhob sich. Ist es gestattet, dass ich den Raum sehe, wo die Tragödie stattfand? Gewiss. Dr. Stillingfleet wird Sie vielleicht begleiten. Der Arzt erhob sich und ging mit Poirot nach oben. Benedict Farleys Zimmer war bedeutend größer als das des Sekretärs nebenan. Es war luxuriös ausgestattet mit tiefen Ledersesseln, einem dicken Velourteppich und einem prachtvollen riesigen Schreibtisch. Poirot trat hinter den Schreibtisch, wo direkt vor dem Fenster ein dunkler Fleck auf dem Teppich zu sehen war.
In Gedanken hörte er den Millionär sagen, 28 Minuten nach drei öffne ich die zweite Schublade rechts in meinem Schreibtisch, nehme den Revolver heraus, den ich dort liegen habe, lade ihn und trete ans Fenster. Und dann erschieße ich mich. Stand das Fenster offen, wie jetzt? Ja, aber niemand hätte auf diese Weise eindringen können. Poirot blickte hinaus. Es war nichts zu sehen. Keine Fensterbank, kein Vorsprung, keine Dachrinne. Nicht einmal eine Katze hätte sich hereinschleichen können. Gegenüber erhob sich die glatte Wand des Fabrikgebäudes. Eine blinde Wand ohne Fenster. Seltsam, dass ein reicher Mann sich einen Raum mit solcher Aussicht als Arbeitszimmer gewählt hatte. Es ist ja, als ob man auf eine Gefängniswand blickte. Poirot zog den Kopf zurück und starrte auf die öde Backsteinfläche. Ich glaube, dass die Wand eine wichtige Rolle spielt. Meinen Sie vom psychologischen Standpunkt aus? Poirot war inzwischen an den Schreibtisch getreten. Scheinbar müßig nahm er eine sogenannte Faulenzerzange in die Hand. Er presste die Griffe zusammen und die Zange schoss in ihrer ganzen Länge heraus. Sorgfältig hob er damit ein abgebranntes Streichholz vom Boden auf, das in einiger Entfernung neben einem Sessel lag, und beförderte es geschickt in den Papierkorb. Eine geistreiche Erfindung. Poirot legte die Zange wieder säuberlich auf den Schreibtisch. Wo waren Mrs. Farley und Miss Farley zur Zeit des Todes? Mrs. Farley ruhte in ihrem Zimmer, das im nächsten Stockwerk liegt, und Miss Farley malte in ihrem Atelier ganz oben im Haus. Hercule Poirot trommelte eine Zeit lang mit den Fingern auf den Tisch. Ich möchte gern mit Miss Farley sprechen. Würden Sie sie bitten, für einen Augenblick hierher zu kommen? Dr. Stillingfleet blickte ihn neugierig an und verließ dann das Zimmer. Bald darauf öffnete sich die Tür und Joanna Farley kam herein. Sie haben hoffentlich nichts dagegen, Mademoiselle, wenn ich ein paar Fragen an Sie richte. Joanna Farley schenkte ihm einen kühlen Blick. Bitte, fragen Sie, was Sie wollen. Haben Sie gewusst, dass Ihr Vater einen Revolver in seinem Schreibtisch aufbewahrte? Nein. Wo waren Sie und Ihre Mutter, oder vielmehr Ihre Stiefmutter, stimmt das? Ja, Louise ist die zweite Frau meines Vaters. Sie ist nur 8 Jahre älter als ich. Was wollten Sie noch sagen? Wo waren Sie und Ihre Stiefmutter am Donnerstagabend in der vergangenen Woche? Joanna Farley überlegte eine Weile. Donnerstag? Oui. Einen Augenblick. Ach ja, wir waren im Theater. Und Ihr Vater hatte keine Lust, sich Ihnen anzuschließen? Mein Vater ging nie ins Theater. Womit befasste er sich abends, gewöhnlich? Er saß hier in seinem Zimmer und las. Er war wohl nicht sehr gesellig, wie? Joanna Farley blickte ihm fest in die Augen. Mein Vater hatte ein seltsames Wesen. Niemand, der in enger Gemeinschaft mit ihm lebte, konnte ihn irgendwie gern haben. Das, Mademoiselle, ist ein sehr offenes Eingeständnis. Ich erspare Ihnen Zeit, Monsieur Poirot. Ich weiß sehr wohl, worauf Sie hinaus wollen. Meine Stiefmutter hat meinen Vater seines Geldes wegen geheiratet. Ich wohne hier, weil ich kein Geld habe, um anderswo ein Domizil aufzuschlagen. Ich kenne einen Mann, den ich heiraten möchte. Es ist ein armer Mann. Mein Vater sorgte dafür, dass er seinen Posten verlor. Er wünschte nämlich, dass ich eine gute Partie machte, was ja nicht schwer war, da ich seine Erbin sein sollte. Erben Sie das Vermögen Ihres Vaters? Ja. Das heißt, er hat Louise, meiner Stiefmutter, 250.000 Pfund steuerfrei hinterlassen. Und es sind noch einige andere Vermächtnisse vorhanden. Aber die Universalerbin bin ich. Joanna Farley lächelte plötzlich. Sie sehen also, Monsieur Poirot, dass ich allen Grund hatte, den Tod meines Vaters herbeizusehen. Ich sehe, Mademoiselle, dass Sie den kühlen Verstand und die Intelligenz Ihres Vaters geerbt haben. Ja, Vater war klug. Man spürte in seiner Gegenwart die gewaltige Triebkraft, die in ihm steckte. Nur hatte sich alles in Kälte und Bitterkeit verwandelt. Alle menschlichen Gefühle waren atrophiert. Grand Dieu, was für ein Dummkopf war ich doch. Joanna Farley wandte sich zum Gehen. Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Hercule Poirot nahm die Faulenzerzange in die Hand. Zwei kleine Fragen. Diese Zange hier, lag sie immer auf diesem Schreibtisch? Ja, Vater bückte sich nicht gern. Und nun die zweite Frage. Konnte Ihr Vater gut sehen? Oh, er konnte überhaupt nicht sehen. Ich meine nicht ohne seine Brille. Seine Augen waren immer schlecht, schon von Kindheit an. Und mit Brille? Damit sah er natürlich ganz gut.
Konnte er Zeitungen und Kleingedrucktes lesen? Doch, ja. Das wäre alles, Mademoiselle. Joanna Farley verließ das Zimmer. Ich war ja dumm. Die ganze Zeit hatte ich es direkt vor der Nase. Aber man sieht ja bekanntlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Noch einmal lehnte er sich aus dem Fenster. Da unten, auf dem schmalen Weg zwischen dem Haus und der Fabrik, sah er einen kleinen dunklen Gegenstand. Hercule Poirot nickte befriedigt und begab sich wieder zurück. Die anderen saßen immer noch in der Bibliothek und Poirot wandte sich an den Sekretär. »Mr. Conworthy, ich möchte, dass Sie mir die näheren Umstände schildern, die mit Mr. Farleys Aufforderung an mich verknüpft waren. Wann hat Mr. Farley zum Beispiel den Brief diktiert?« »Mittwochnachmittag. Gegen 17:30, soweit ich mich erinnere.« »Haben Sie besondere Anweisungen für das Absenden erhalten?« »Ja, er bat mich, den Brief selbst in den Briefkasten zu werfen.« »Und haben Sie das getan?« »Ja.« »Hat er dem Butler besondere Instruktionen für meinen Empfang erteilt?« »Ja, er ließ Holmes, so heißt der Butler, durch mich bestellen, dass er um 9.30 Uhr den Besuch eines Herrn erwarte. Der Butler sollte sich nach dem Namen erkundigen und sich auch den Brief zeigen lassen.« »Ziemlich seltsame Vorsichtsmaßregeln.« Conworthy zuckte mit den Achseln. »Mr. Farley war ein ziemlich seltsamer Mensch.« »Erhielten Sie noch andere Anweisungen?« »Ja, er trug mir auf, mir für diesen Abend freizunehmen.« »Haben Sie das getan?« »Ja, ich bin sofort nach dem Essen ins Kino gegangen.« »Wann sind Sie zurückgekehrt?« »Gegen 22:45 war ich wieder im Haus.« »Haben Sie Mr. Farley an diesem Abend noch gesehen?« »Nein.« »Und am nächsten Morgen hat er die Angelegenheit nicht erwähnt?« »Nein.« Poirot wartete einen Augenblick. »Als ich kam, wurde ich nicht in Mr. Farleys eigenes Zimmer geführt.« »Nein, er ließ Holmes durch mich ausrichten, dass er sie in mein Zimmer führen sollte.« »Warum eigentlich? Wissen Sie das?« Conworthy schüttelte den Kopf. »Ich habe Mr. Farley nie nach dem Grund seiner Anordnungen gefragt. Das hätte er mir sehr übel genommen.« »Hat der Besucher für gewöhnlich in seinem eigenen Zimmer empfangen?« »Meistens, aber nicht immer. Manchmal sprach er mit Ihnen in meinem Zimmer.« »War ein besonderer Grund dafür vorhanden?« Hugo Conworthy überlegte. »Nein, ich glaube kaum. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht.« Poirot wandte sich an Mrs. Farley. »Gestatten Sie, dass ich nach Ihrem Butler rufe?« »Gewiss, Monsieur Poirot.« Sehr korrekt, sehr höflich erschien der Butler auf das Klingelzeichen hin. »Sie haben geläutet, Madame?« Mrs. Farley deutete auf Poirot. »Ja, Sir.« »Wie lauteten Ihre Instruktionen, Holmes, am Donnerstagabend, als ich hierher kam?« »Nach dem Essen sagte mir Mr. Conworthy, dass Mr. Farley um 9.30 Uhr einen Mr. Hercule Poirot erwarte. Ich sollte den Herrn nach seinem Namen fragen und mir diese Angaben durch das Vorzeigen eines Briefes bestätigen lassen. Dann sollte ich ihn in Mr. Conworthys Zimmer bringen.« »Hat man Ihnen auch aufgetragen, an die Tür zu klopfen?« Ein Ausdruck des Missfallens huschte über das Gesicht des Butlers. »Das hatte Mr. Farley angeordnet. Ich sollte immer anklopfen, wenn ich Besucher brachte. Das heißt Besucher, die in geschäftliche Angelegenheit kamen.« »Ah, so. Darüber hatte ich mir schon den Kopf zerbrochen. Hatten Sie sonst noch Anweisungen für mich erhalten?« »Nein, Sir. Nachdem Mr. Conworthy mir diese Anordnungen übermittelt hatte, ging er aus.« »Um welche Zeit war das?« 9:10, Sir.« »Haben Sie Mr. Farley nach dieser Zeit noch gesehen?« »Ja, Sir. Um 9 Uhr brachte ich ihm wie üblich ein Glas heißes Wasser.« »War er da in seinem eigenen oder in Mr. Conworthys Zimmer?« »Er saß in seinem eigenen Zimmer, Sir.« »Haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches in seinem Zimmer bemerkt?« »Etwas Ungewöhnliches? Nein, Sir.« »Wo hielten sich Mrs. Farley und Miss Farley auf?« »Sie waren ins Theater gegangen, Sir.« »Hm,
Vielen Dank, Holmes, das ist alles. Holmes verbeugte sich und verließ das Zimmer. Poirot wandte sich an die Witwe des Millionärs. Noch eine Frage bitte, Mrs. Farley. Hatte Ihr Gatte gute Augen? Nein, ohne Brille konnte er nicht viel sehen. War er sehr kurzsichtig? Oh ja, ohne Brille war er ganz hilflos. Besaß er mehrere Brillen? Ja. Poirot lehnte sich im Sessel zurück. Aha. Damit wäre der Fall wohl abgeschlossen. Im Raum herrschte tiefes Schweigen. Alle blickten auf den kleinen Mann, der so selbstzufrieden im Sessel saß und seinen Schnurrbart zwirbelte. Im Gesicht des Inspektors zeigte sich Verwirrung. Dr. Stillingfleet runzelte die Stirn. Cornworthy starrte ihn verständnislos an. In Mrs. Farleys Blick lag ein verblüfftes Staunen. Joannas Augen sprachen von regem Interesse. Mrs. Farley brach das Schweigen. »Ich verstehe Sie nicht, Monsieur Poirot. Dieser Traum...« »Ja, der Traum war sehr wichtig.« Mrs. Farley erschauderte. »Bis dahin habe ich nie an übernatürliche Kräfte geglaubt, aber jetzt, Nacht für Nacht vorher davon zu träumen...« »Es ist ungewöhnlich. Wirklich höchst seltsam. Und wenn wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen könnten, Poirot... Und wenn Sie es nicht aus dem Munde des Propheten selber hätten, ich bitte um Verzeihung, Miss Farley. Ich meine, wenn Mr. Farley die Geschichte nicht selbst erzählt hätte... Richtig. Poirots bis dahin halb geschlossene Augen öffneten sich plötzlich weit. Sie schimmerten sehr grün. Wenn Benedikt Farley es mir nicht gesagt hätte... Er ließ eine kleine Pause eintreten und blickte sich im Kreise der verblüfften Gesichter um. »Wissen Sie, es gab da manches an jenem Abend, das ich mir nicht zu erklären vermochte. Zunächst einmal, warum wurde so großer Wert darauf gelegt, dass ich den Brief mitbringen sollte?« »Wegen der Identifizierung?« »Nein, nein, mein lieber junger Mann, diese Idee ist wirklich zu lächerlich. Es muss schon ein viel triftigerer Grund dahinter stecken, denn nicht nur... wünschte Mr. Farley, dass ich den Brief vorzeigen sollte, sondern ich musste ihn sogar bei ihm zurücklassen. Und selbst dann hat er ihn noch nicht zerrissen. Er ist heute Nachmittag unter seinen Papieren gefunden worden. Warum bewahrte er ihn auf?« »Weil er wünschte, dass die näheren Umstände dieses seltsamen Traums an die Öffentlichkeit gelangten, falls ihm etwas zustieß.« »Sie sind scharfsinnig, Mademoiselle.« Das allein kann der Grund sein, weshalb er den Brief aufbewahrt hat. Wenn Mr. Farley tot sein würde, dann sollte die Geschichte dieses seltsamen Traumes erzählt werden. Der Traum spielt eine sehr wichtige Rolle. Er war von ausschlaggebender Bedeutung. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Nachdem Mr. Farley mir seine Geschichte erzählt hatte, bat ich ihn, mir den Schreibtisch und den Revolver zu zeigen. Er schien sich erheben zu wollen, um mir meine Bitte zu erfüllen, weigerte sich dann aber plötzlich. Warum hat er sich geweigert? Diesmal hatte keiner von Ihnen eine Antwort bereit. Ich will die Frage einmal anders formulieren. Was war dort in dem Nebenzimmer, das mir Mr. Farley nicht zeigen wollte? Das Schweigen hielt an. Ja, die Frage ist etwas schwierig. Aber es war ein Grund, ein dringender Grund vorhanden, warum Mr. Farley mich im Zimmer seines Sekretärs empfing und sich glattweg weigerte, mich in seinen eigenen Raum zu führen. Es war etwas in diesem Zimmer, das er mich unter keinen Umständen sehen lassen durfte. Und nun komme ich zu der dritten unerklärlichen Begebenheit jenes Abends. Gerade als ich mich anschickte, fortzufahren, bat Mr. Farley mich, ihm den von ihm erhaltenen Brief zurückzugeben. Aus Versehen reichte ich ihm eine Mitteilung einer Wäscherin, die er prüfend überflog und daneben sich auf den Tisch legte. Kurz bevor ich den Raum verließ, entdeckte ich meinen Irrtum und korrigierte ihn. Danach verließ ich das Haus und, ich gebe es unumwunden zu, war ratlos. Die ganze Angelegenheit, insbesondere das letzte Vorkommnis, erschien mir völlig rätselhaft. Poirot blickte die Anwesenden der Reihe nach an. Haben Sie es nicht begriffen?
Ich verstehe wirklich nicht, was Ihre Wäscherei damit zu tun hat, Poirot. Meine Wäscherei spielte eine sehr wichtige Rolle. Diese miserable Person, die dauernd meine Kragen ruiniert, erwies sich zum ersten Mal in ihrem Leben als nützlich. Aber Sie müssen es doch auch erkennen. Es starrt einem ja förmlich ins Gesicht. Mr. Farley sah sich die Mitteilung an. Ein einziger Blick hätte ihm sagen müssen, dass es nicht der richtige Brief war. Und doch hat er nichts gemerkt. Warum? Weil er nicht richtig sehen konnte. Trug er keine Brille? Poirot lächelte. Doch, er hatte seine Brille auf. Und das macht die Sache ja so interessant. Poirot beugte sich etwas vor. Mr. Farleys Traum war sehr wichtig. Sehen Sie, er träumte, dass er Selbstmord begehe. Und ein wenig später hat er tatsächlich Selbstmord begangen. Das heißt, er war allein in einem Zimmer und der Revolver lag neben ihm. So wurde er jedenfalls aufgefunden. Und niemand hat den Raum betreten oder verlassen, als der Schuss abgegeben wurde. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass es unbedingt Selbstmord sein muss. Ja. Ja. Hercule Poirot schüttelte aber den Kopf. Im Gegenteil. Es handelte sich um einen Mord. Einen ungewöhnlichen und sehr schlau geplanten Mord. Wiederum beugte sich Hercule Poirot vor und klopfte mit dem Finger auf den Tisch, während seine Augen vor Erregung grün schimmerten. Warum gestattete mir Mr. Farley nicht, an jenem Abend sein Zimmer zu betreten? Was war darin, das ich um keinen Preis sehen durfte? Ich glaube, liebe Freunde, es war Benedict Farley selber. Poirot lächelte die perplexen Gesichter an. Ja, ja, es ist kein Unsinn, den ich daherrede. Warum konnte Mr. Farley, mit dem ich gesprochen hatte, den Unterschied zwischen zwei völlig unähnlichen Briefen nicht erkennen? Weil er, liebe Freunde, ein Mann mit normalem Sehvermögen war, der sehr starke Gläser trug. Solche Gläser machen einen Menschen mit normaler Sehfähigkeit praktisch blind. Stimmt das nicht, Doktor? Gewiss, da haben Sie recht. Warum hatte ich bei der Unterredung mit ihm das Gefühl, dass ich es mit einem Charlatan zu tun hatte, mit einem Schauspieler, der eine Rolle spielte? Betrachten wir zunächst die Szenerie. Den dämmerigen Raum und die mit einem grünen Schirm bedeckte Lampe, deren grelles Licht von der Gestalt im Sessel abgewandt und dem Besucher zugekehrt ist. Was sah ich denn schon? Den berühmten Flickenschlafrock, die Hakennase, gefälscht mit der so nützlichen Substanz Paraffin, den weißen Haarschopf, die stark vergrößernden Gläser, die die Augen versteckten. Was für ein Beweis existiert, dass Mr. Farley jemals einen Traum gehabt hat? Nur die Geschichte, die mir erzählt wurde. Und Mrs. Farleys Aussage. Was für einen Beweis haben wir, dass Mr. Farley einen Revolver in seinem Schreibtisch aufbewahrte? Wiederum nur die mir erzählte Geschichte und Mrs. Farleys Wort. Zwei Menschen führten diesen Schwindel durch. Mrs. Farley und Hugo Cornworthy. Cornworthy schrieb mir den Brief, erteilte dem Butler die erwähnten Instruktionen, ging angeblich ins Kino, kehrte aber sofort wieder zurück, schlich sich in sein Zimmer, verkleidete sich und spielte Benedict Farleys Rolle. Und so kommen wir zu dem heutigen Nachmittag. Die günstige Gelegenheit, auf die Mr. Cornworthy gewartet hat, bietet sich endlich. In der Diele sitzen zwei Zeugen, die beschwören können, dass niemand Benedict Farleys Zimmer betreten oder verlassen hat. Cornworthy wartet, bis sich ein besonders lärmender Verkehrsstrom vorbeiwälzt. Dann lehnt er sich zum Fenster hinaus und hält mit der Faulenzerzange, die er vom Schreibtisch nebenan entwendet hat, einen Gegenstand an Farleys Fenster. Benedict Farley tritt daraufhin ans Fenster und Cornworthy lässt die Zange zurückschnellen. Während Farley sich hinauslehnt und die Lastwagen vor dem Haus vorbeikommen,
erschießt ihn Cornworthy mit einem Revolver, den er in Bereitschaft hat. Das Fenster geht ja nach der Seite und gegenüber befindet sich eine blinde Wand. Es gibt also keine Zeugen für das Verbrechen. Cornworthy wartet über eine halbe Stunde. Dann nimmt er einen Stoß Papiere, unter denen er die Faulenzerzange und den Revolver verbirgt, geht hinaus in die Diele und dann in den Raum nebenan. Dort legt er rasch die Faulenzerzange wieder auf den Schreibtisch und den Revolver neben den Toten, nachdem er dessen Finger auf den Griff gepresst hat, und eilt nach draußen mit der Nachricht von Mr. Fallis Selbstmord. Er sorgt dafür, dass der an mich gerichtete Brief gefunden wird und ich mit meiner Geschichte erscheine. Der Geschichte, die ich aus Mr. Farleys eigenem Mund gehört habe, der Geschichte von einem ungewöhnlichen Traum und seinem seltsamen Drang, sich zu töten. Ein paar Menschen werden die Hypnose-Theorie diskutieren, aber im Wesentlichen wird ohne jeden Zweifel bestätigt, dass es tatsächlich Benedict Farleys eigene Hand war, die den Revolver hielt. Hercule Poirots Augen richteten sich auf die Witwe. Und er sah mit Befriedigung die Bestürzung, die fahle Blässe, die blinde Furcht. Und in absehbarer Zeit wäre das Happy End erreicht worden. Eine 250.000 Pfund und zwei Herzen, die wie eines schlagen. Dr. John Stillingfleet und Hercule Poirot gingen an der Seite von Northway House entlang. Zu ihrer Rechten erhob sich die hochragende Fabrikwand, und links über ihnen befanden sich die Fenster von Benedict Farley und Hugo Cornworthy. Hercule Poirot blieb plötzlich stehen und hob einen Gegenstand auf. Eine ausgestopfte schwarze Katze. Voilà! Hier haben wir das, was Cornworthy mit der Faulenzerzange an Farleys Fenster hielt. Farley hasste Katzen, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, und stürzte natürlich ans Fenster. Warum in aller Welt ist Cornworthy nicht nach draußen geeilt und hat das Ding aufgehoben, nachdem er es hätte fallen lassen? Oh, das hätte bestimmt Verdacht erregt. Und was denkt sich schon jemand dabei, wenn er diese Katze findet? Höchstens, dass ein Kind hier gespielt und sie verloren hat. Ja, das hätte ein gewöhnlicher Sterblicher wahrscheinlich angenommen. Aber nicht der gute alte Hercule. Werden Sie jemals ein Verbrechen begehen, Poirot? Ich möchte wetten, dass Sie ungestraft davonkämen. Aber es wäre tatsächlich zu leicht für Sie. Aus diesem Grunde schon ist es zu verwerfen, denn es wäre entschieden zu unsportlich. Das ist eine typisch englische Idee. Der Traum. Nach einer Erzählung von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Maria Meinert und Renate Weigel. Funkeinrichtung Alexander Schnitzler. Es sprachen Hercule Poirot, Felix von Manteuffel. Erzähler Friedhelm Tock. Benedict Farley, Hugo Cornworthy, Martin Umbach. Dr. Stillingfleet, Peter Fricke. Inspektor Barnett, Klaus Hämmerle. In weiteren Rollen Heinrich Giskes, Jürgen Holz, Hedi Kriegeskotte und Annabelle Leib. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion SWR MDR 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.